Bist du dir unsicher, wie du deine eigenen Krankenkassenbeiträge in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst? Dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende anschauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich bekomme das bei relativ vielen Kunden von uns mit, dass es viel Verwirrung darüber gibt, ob du deine Krankenversicherungsbeiträge in der Buchhaltung berücksichtigen kannst. Nur um es vorher einmal vorwegzunehmen, es ist egal, ob du gesetzlich oder privat versichert bist. In beiden Fällen darfst du deine Krankenversicherungsbeiträge nicht als Geschäftsausgabe in der Buchhaltung berücksichtigen. Um dir das zu erklären, gebe ich dir erstmal ein bisschen Kontext. Was darfst du eigentlich als Geschäftsausgabe absetzen? Ich habe dazu auch schon mal ein separates, ganzes Video gedreht, was du als Geschäftsausgabe absetzen kannst. Das verlinke ich dir hier aber einmal oben rechts. Die Frage ist bei Versicherungen, welche Versicherungen darfst du als Geschäftsausgabe absetzen? Und das sind alle Versicherungen, die direkt mit deinem Unternehmen und deiner Selbstständigkeit zusammenhängen. Das sind zum Beispiel eine Vermögenshaftpflichtversicherung für deine beruflichen Tätigkeiten, aber auch beispielsweise die Kfz-Versicherung für deinen Firmenwagen oder aber auch die Krankenversicherungsbeiträge für deine Mitarbeiter, weil für deine Mitarbeiter zahlst du ja Gehälter und es sind quasi ihre Krankenversicherungen und die darfst du auch zu 100% als Betriebsausgabe absetzen. Deine eigenen Krankenversicherungsbeiträge gehören immer in den Privatbereich. Dass die Krankenversicherung eine private Ausgabe ist, heißt aber nicht, dass du sie nicht steuerlich geltend machen kannst. Du kannst auch deine Krankenversicherungsbeiträge steuerlich absetzen, wie man umgangssprachlich so schön sagt. Aber sie gehören im Privatbereich. Das heißt, in deiner Buchhaltung musst du sie erstmal als privat buchen oder Privatentnahme buchen und dann in deiner Einkommensteuererklärung kannst du sie geltend machen. Das heißt, wenn du deine Einkommensteuererklärung machst oder dein Steuerberater deine Einkommensteuererklärung macht, dann kannst du deine Krankenversicherungsbeiträge als Sonderausgabe absetzen. Das gilt übrigens auch für eine ganze Reihe anderer privater Versicherungen. Beispielsweise eine private Haftpflichtversicherung, deine Rentenversicherungsbeiträge, eine Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. All diese Versicherungen kannst du steuerlich geltend machen, aber halt nicht im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit. Aber in der Einkommensteuererklärung solltest du diese Ausgaben auf jeden Fall nicht vergessen, denn sie sparen dir Steuern. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen und hat dir grob erklärt, warum Krankenversicherungen nichts in der Buchhaltung zu suchen haben. Vielleicht noch ein Bonustipp. Und zwar höre ich relativ häufig die Verwunderung darüber, dass man Versicherungen nicht mit Vorsteuer bucht. Es ist keine Vorsteuer oder keine Umsatzsteuer, die auf deinem Versicherungsbescheid steht. Es ist die Versicherungssteuer und die darfst du natürlich nicht in deiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Das als Tipp. Wenn du sonst noch eine Frage hast rund um Versicherungen und Steuern, dann frag uns doch in den Kommentaren. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Steuerberater, dann schau in der Videobeschreibung nach. Da findest du nämlich alle Informationen zu unserem Angebot und da kannst du dir ein kostenloses Informationsgespräch buchen. Ansonsten würde ich mich aber auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst, was du hier machen kannst. Wir haben auch noch weitere Videos aufgenommen, die findest du zum Beispiel hier oder hier. Aber in diesem Fall bitte nicht vergessen,